Einen wunderschönen guten Tag zu Be Active, dem Lifestyle- und Fitnessmagazin für junge und junge Erwachsene. Sie kennen das doch sicher auch, Sie haben nie genug Zeit. Und dann bleibt schnell was auf der Strecke, Sie selbst. Genau damit wollen wir uns in der heutigen Sendung befassen. Wir wollen Ihnen zeigen, wie Sie mit kleinen Eingriffen in den Alltag Ihr Leben grundsätzlich gesünder gestalten können. Fastfood, das war gestern. Fritten und Döner machen Platz für pralles Obst und knackige Salate. Das ist auch gut so, denn sie sind vitaminreich und wir tun damit auch nur das Beste für unseren Körper. Doch reicht es wirklich, sich nur gesund zu ernähren oder verbirgt sich auch dort irgendwo ein fauler Apfel? Grund genug für uns, uns auf den Weg zu machen, um zu prüfen, ob Grün auch immer gleich gesund ist. Im stressigen Alltag zwischen Beruf und Familie wird großen Wert auf gesunde Ernährung gelegt. Menschen, die im Laufen oder vom Computer ihr Mittagessen zu sich nehmen, haben meistens keine Zeit, um sich in Ruhe hinzusetzen. Sie schaufeln schnell und gedankenlos in sich hinein, weil sie sich auf andere Dinge konzentrieren wollen. Wir haben ein paar Leute auf der Straße zu ihren Essgewohnheiten gefragt. Ich esse normalerweise dreimal am Tag. Bis viermal. Okay, und haben Sie mal Zeit zu kochen? Ja, sicher. Die nehme ich mir einfach, weil gesunde Ernährung für mich das A und O ist. Ein Obstkorb, der von der Firma zur Verfügung gestellt wird und eine Snackbar, wo man sich was nehmen kann und ansonsten zwischendurch rausgehen und was essen. Und wie gesagt, abends kocht mein Mann. Okay, zwischendurch so ein... Das ist jetzt Mittagessen. Wir haben bei einem Experten mal nachgefragt, was bei einer ausgewogenen Ernährung alles berücksichtigt werden muss. Ja, es ist nicht nur wichtig, was man isst, natürlich auch. Es darf biologisch sein, frisch geerntet, frisch zubereitet, liebevoll zubereitet, schonend gegart. Aber es ist genauso wichtig, wie man die Nahrung aufnimmt. Es einfach in Ruhe sich Zeit nehmen, sich bewusst sagen, okay, jetzt esse ich, jetzt nehme ich mir Zeit, suche mir einen schönen Ort aus, vielleicht die passenden Leute, mit denen man auch gerne zusammen isst, damit man nicht unter Stress gerät beim Essen. Das alles spielt zusammen, wenn man jetzt auch mal, also wenn man das alles berücksichtigt und sich hinterher gut fühlt. Unsere Erkenntnis nach dem Gespräch lautet also wie folgt: Wenn man sich bewusst ernähren und aktiv durchs Leben gehen möchte, muss man nicht nur auf seine Ernährung achten. Viel wichtiger ist eigentlich, wie und in welcher Umgebung man ist. Und passend zum Thema habe ich mir jetzt einen Experten im Bereich Ernährung eingeladen, den Redo. Hallo. Hallo. Redo, warum ist es so wichtig, was wir essen? Es ist sehr wichtig, was wir essen, weil alles, was wir zu uns nehmen, wirkt im Körper. Und zwar die ganzen Reparaturprozesse, die ganzen Strukturen werden aufgebaut. Also wenn wir gesundes, unbelastetes, frisches zu uns nehmen, kann unser Körper viel mehr damit anfangen, als wenn wir was anderes essen. Ich habe jetzt auch schon herausgefunden, dass es ja angeblich sehr wichtig ist, dass wir uns Zeit nehmen beim Essen. Stimmt das denn? Die Zeit ist auch sehr wichtig. Am besten, man fängt an zu überlegen, habe ich überhaupt Hunger? Worauf habe ich Lust? Worauf habe ich Hunger? Ich suche mir einfach einen schönen Ort aus, die passenden Leute, nehme mir Zeit zum Essen, stelle mich aufs Essen ein, dann funktioniert die Verdauung auch besser. Nach dem Essen vielleicht noch ein bisschen Zeit nehmen, dass man nicht sofort wieder losrennt. Und dann fühlt man sich einfach gut. Jetzt sind es schon sehr viele Sachen, auf die wir achten müssen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu schnell essen, was wir essen. Dass wir aufpassen, dass wir uns Zeit nehmen. Aber jetzt doch mal ehrlich, man darf sich auch mal in so einem Döner vergreifen, oder? Ja, so ab und zu ein Döner zwischendurch geht ganz gut, wenn man sonst sich gesund ernährt, sich bewegt, auf die ganzen wichtigen Sachen achtet. Verkraftet der Körper ohne weiteres auch einen Döner. Wenn man einfach mal so Lust drauf hat und sagt, ja, ich gönne mir jetzt einen Döner und kann den auch genießen. Man kann auch genauso gut jetzt im Sommer mal im Biergarten sitzen und ein Bier trinken und einfach so sich's gut gehen lassen. Das gehört durchaus dazu. Und das bringt mich auch schon auf unser nächstes Thema. Es ist Sommer, die Ärmel und die Röcke werden immer kürzer und es ist wieder Zeit, sportlich und attraktiv durch den Tag zu gehen. Doch wer von uns hat schon Zeit, jede Woche stundenlang im Fitnessstudio zu verbringen? Ein Schweizer Unternehmen hat sich auch diese Frage gestellt und ihre Antwort ist Elektromyostimulanz, kurz EMS. Dabei werden Impulse durch den Körper gejagt, sollen den Muskeln aufbauen, abnehmen soll man dabei auch noch nebenbei und das Ganze mit einem Zeitaufwand von etwa 20 Minuten. Redo, hast du schon mal EMS ausprobiert? Ja, ich habe das schon mal ausprobiert, weil ich manchmal auch etwas dazu neige zuzunehmen und man ja auch gut aussehen will. Und meine Erfahrung ist, also man kann Muskeln aufbauen, aber auf die Dauer war es jetzt nichts für mich, weil einfach ja,
ja, die Freude an der Bewegung fehlt. Es ist ein Training für den Muskelaufbau, es tut manchmal so ein bisschen weh. Und bestimmte Sachen wie Koordination oder ja, einfach auch der Spaß mit anderen Leuten, oder das fehlt mir ein bisschen. Aber so als Ergänzung zum Training, zum Sport, denke ich mal, ist eine ganz gute Sache. Äußerst interessant. Grund genug für uns, sich das einfach mal näher in Augenschein zu nehmen. Es ist ein einziger Balanceakt. Lange Arbeitstage, daheim wartet die Familie und sich dann nebenher auch noch fit zu halten, das ist gar nicht so einfach. Aber es gibt etwas Neues auf dem Markt, mit dem man alles bequem unter einen Hut bekommt. EMS. Schon mal gehört? Na, das sagt mir gar nichts. EMS, eigentlich eine Hochschule, würde ich jetzt sagen. EMS, nehmen wir nicht. EMS, nein. Florian Grüner ist seit 6 Jahren als Physiotherapeut tätig und hat sich ausführlich mit EMS beschäftigt. Er erklärt uns, was dahinter steckt. EMS, da wird praktisch auf dem Muskel ein Strom appliziert und das simuliert die gleiche Funktion, die ein Nerv hat. Also der Muskel wird dann über Strom aktiviert und es führt dann zu einer Kontraktion vom Muskel. Bevor man in den Anzug schlüpft, wird er noch befeuchtet, damit der Strom besser fließt. Danach folgen 20 Minuten einfache Sportübungen und schon in kurzer Zeit wachsen die Muskeln. Klingt zu schön, um wahr zu sein, aber ersetzt das tatsächlich das normale Training? So funktioniert? Ja. Nee, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich denke mal schon, aber hundertprozentig eher nicht, aber ein Teil schon. Glaube ich nicht, weil konstante Dinge mehr bringen allgemein. Die meisten halten den EMS-Anzug also offensichtlich nicht für das Gelbe vom Ei. Physiotherapeut Florian Grüner erklärt, wann der Anzug sinnvoll ist und wann definitiv nicht. Es wird im Hochleistungssport und im Sport generell wird es benutzt als Trainingsform für Patienten, die eine neurologische Erkrankung haben, eine Lähmung. Begrenzt geeignet für Personen, die ihre Fitness verbessern wollen. Es ist nicht geeignet für als alleiniges Training, da es ein alleiniges Training nicht ersetzt. Der EMS-Anzug also ist nicht als Universallösung gedacht. Und das mit dem Fitbleiben, trotz Zeitmangel, muss doch auch anders gehen. Man kann relativ viel Training in den Alltag integrieren. Das bedeutet, dass man seinen individuellen Alltag betrachtet, was kann ich tun, um in diesem Alltag schon Übungen mit einzubauen. Oft sind es nur 1-2 Übungen, die ich tun sollte, um dann fit zu bleiben. Also sehr individuell. Als Physiotherapeut muss auch Florian in Form bleiben. Er joggt, fährt Rad, macht einfache Übungen wie Liegestützen, Sit-Ups, Klimmzüge und Kniebeugen. Diese kleinen Trainingseinheiten kann wirklich jedermann täglich bewältigen. Bungee-Jumping, Slacklining und Paintball. Sportarten für den nicht ganz alltäglichen Gebrauch. Jedes Jahr werden wir geradezu überschwemmt mit einer Flut neuester Fun-Sportgeräte. Wer würde da denken, dass es gerade ein Klappfahrrad ist, das eventuell die neueste Innovation auf dem Trendsportmarkt sein könnte? Dabei wird unter dem Sattel eine zweite Achse angebracht, wie sie sonst nur vorne am Lenker zu finden ist. Damit lässt sich das Gerät dynamischer steuern und das Fahrverhalten wird grundlegend verändert. Sie sind fasziniert? Dann will ich Sie mal nicht weiter auf die Folter spannen. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen das Schwingding. Nee, also ich habe so einen Teil noch nicht gesehen. Nee, noch nie. Also ihr habt es auch mal davor schon zu hängen im Fernsehen? Nein, die haben wir noch nicht gesehen vorher. Ja, ist ein bisschen kompliziert zum Fahren, würde ich sagen. Also jetzt gerade die ersten Schritte, aber ja, mit ein bisschen Übung geht's vielleicht, oder? Cool, also ich fand es eigentlich ganz lustig. Ja, anders. Also sehr ungewohnt zum Fahren. Sau lustig auf jeden Fall. Ja, ist eine recht wackelige Angelegenheit, muss ich sagen. Aber nach, glaube ich, so 2-3 Minuten hat man schon Spaß damit. Ja, man kann nicht so schnell zwischen die Leute so durchswitchen. Ich
Schwimm in Amerika ist das so losgegangen, dass die Leute sich so gedacht haben, okay, so ein Klapprad, das kann ich jetzt einklappen. Wie ist das, wenn ich damit fahren könnte? Kann ich es auf die andere Seite auch noch klappen und dann kann ich damit schwingen? Das war aber nie patentiert und so Leute aus der Schweiz, die haben sich dann gedacht, ja cool, hey, das wollen wir unbedingt irgendwie bauen und das verkaufen und den Leuten das ein bisschen näher bringen, so alltagstauglich machen für jedermann. Und dann haben sie es gebaut und jetzt geht es langsam los, sodass es so auf der Straße langsam zu sehen ist. Eine spezielle Zielgruppe kann man schon sagen, ist zwischen 18 und 30, aber es kann eigentlich jeder fahren, der nicht festgefahren ist. Vom Skater bis zum Banker, für jeden geeignet. Also. Es gibt zwei verschiedene Schwingdinger bis jetzt, einmal für die Großen und einmal für die Kleinen, also Junior-Schwingding. Die kleinen Bikes mit 20 Inch, die für Grundschulkinder und Kindergartenkinder von mir aus auch, die auch schon ein lockeres Fahrgefühl haben wollen, einfach da, um das auszuprobieren. Wenn das mal einmal in Bewegungsabläufe übergegangen ist, dann willst du es gar nicht mehr missen. So. Na, so eine fordernde Auto habe ich noch nie gesehen. Das Schwingding habe ich noch nie gesehen davor. Nee, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich finde es ziemlich cool. Man kann damit coole Moves machen und ist echt cool. Sowas ist eigentlich recht cool. Ich bin sowas noch nie gefahren, aber ich finde es eigentlich relativ cool. Also ich finde es echt interessant. Für Bike-Begeisterte wäre es eine coole Sache. Und da sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar sinnvolle Denkanstöße geben, damit auch Sie fit und gesund in den Sommer starten können. Ich wünsche Ihnen noch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Mein Name ist Johannes Stephan. Das war BeActive. Auf Wiedersehen.